Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Orga TV-Sendung in diesem Sommersemester. Wie ihr mit Sicherheit schon alle mitbekommen habt, beginnt am 15.06. die Rückmeldefrist zum Wintersemester. Und was steht dann an? Die Studiengebühren. Und deswegen haben wir uns heute zum großen Thema gemacht, euch darüber aufzuklären, wie ihr die finanzieren könnt, wie viel ihr bezahlen müsst, wo ihr einen Kredit herbekommt. Und deswegen haben wir uns auch zwei Studiogäste eingeladen, die uns hoffentlich darüber aufklären werden. Zum einen Thomas Schmidt von der CDU, Landtagsabgeordneter, Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Kultur und Wissenschaft. Und zum anderen den AStA-Vorsitzenden Bernd Weber. Und bevor wir mit unserer Diskussionsrunde und Informationsrunde anfangen, starten wir zuerst mit den News. Film ab! Der Präsident der Universität des Saarlandes, Prof. Dr. Linne Weber, und die Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der Saar-Uni laden zur Veranstaltung "Welche Schlüsselqualifikationen braucht die Wirtschaft?" ein. Sie findet am 24. Mai 2007 von 15 bis 18 Uhr im Science Park 2 im Ausstellungsraum statt. Gäste auf dem Podium werden unter anderem Herr Dr. Blessing, Arbeitsdirektor der Dillinger Hütte, und Frau Dr. Breslein, Geschäftsführerin des Klinikums Saarbrücken, sein. Am 24. Mai hält Dr. Lutz Klinkhammer vom Deutschen Historischen Institut in Rom einen Gastvortrag zum Thema Deutsche Besatzungspolitik und Kriegsverbrechen in Italien. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr und findet im Gebäude B31 Hörsaal 3 auf dem Saarbrücker Campus statt. Seit April 1999 ist der Geschichts- und Politikwissenschaftler Dr. Lutz Klinkhammer als Referent für das Deutsche Historische Institut tätig. Das Institut ist Deutschlands ältestes historisches Auslandsinstitut und befasst sich insbesondere mit den Beziehungen zwischen Deutschland und Italien seit dem frühen Mittelalter. Vom 18. bis zum 30. Mai stellt die Fachrichtung Romanistik 13 Kultur- und Naturdenkmäler Portugals vor. In dieser Zeit steht die Ausstellung allen Interessenten auf dem Universitätscampus in Saarbrücken im Foyer der Philosophischen Fakultät 2, Gebäude C52, offen. Die Besuchszeiten sind montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 18 Uhr. Werfen wir nun noch unseren wöchentlichen Blick auf das Unifilmprogramm. In der nächsten Woche können wir uns auf den Film The Departed von Regisseur Martin Scorsese freuen. In diesem spannenden Film versucht Leonardo DiCaprio als junger, ehrgeiziger Polizist dem Bandenchef Frank Costello, genial besetzt mit Jack Nicholson, das Handwerk zu legen. Also, anschauen lohnt sich! Wir möchten jetzt auch gleich mit unserer Informationsrunde starten und die erste Frage geht an Herrn Schmidt. Können Sie uns vielleicht kurz nochmal erklären, Sinn und Zweck der Studiengebühren? Ja, Sinn und Zweck der Studiengebühren war, um die Qualität hier an der Lehre speziell zu verbessern. Es geht darum, dass die Hochschulen, insbesondere die Universität, zusätzliche Geldmittel erhalten sollen, um die Lehre entsprechend zu verbessern. Es soll also letztendlich den Studierenden selbst zugutekommen. Mhm. Und gibt es auch schon Planungen darüber oder feste, konkrete Maßnahmen, wie man das finanzieren kann, die Studiengebühren? Also die Studiengebührenhöhe ist ja festgelegt. Ja. Damit die einzelnen Studierenden die bezahlen können, gibt es ein entsprechendes Darlehensmodell. Ja. Das ist gesetzlich abgesichert und anschließend dann durch einen Rahmenvertrag des Landes mit der KfW umgesetzt. Mhm. Das wird recht einfach zu beantragen sein über das Studierendensekretariat. Das ist dann dieses Modell, womit die Einzelnen diese Studiengebühren dann letztendlich auch sicher bezahlen können. Und mit diesem Kredit wurde da auch ein Ausfallfonds eingerichtet und wie? Für diesen Kredit wird es auch einen Ausfallfonds geben. Ja. Das heißt, für diejenigen, die diesen Kredit nicht zurückbezahlen können oder die eine bestimmte Höhe des Kredites überschreiten,
wird dieser Ausfallfonds eintreten. Und für diesen Ausfallfonds müssen die Hochschulen entsprechend einzahlen, entsprechend der Gebühren, die sie erhalten, allerdings nur für die darlehensberechtigten Studierenden. Und das sind 10% der Mittel. Mhm. Okay. Jetzt kurz an den Asta, eure Meinung zu den Studiengebühren. Was haltet ihr davon? Wie seid ihr vorgegangen? Gibt es Informationsveranstaltungen darüber? Wie geht's weiter? Also um es vorwegzunehmen, wir waren sehr gegen die Studiengebühren. Wir haben es für eine sehr schlechte Idee gehalten. Wir halten es natürlich für eine ausgezeichnete Idee, wenn man sagt, wir wollen die Lehre an der Uni verbessern. Die Lehre an der Uni ist auch verbesserungswürdig. Aber wir haben eben gesagt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, an der sich alle beteiligen müssen. Und das ist deswegen auch eine Aufgabe, die über die staatliche Finanzierung gelöst werden muss. Zumal es jetzt schon so ist, dass es hohe soziale Hürden beim Hochschulzugang gibt. Das hat auch die PISA-Studie bestätigt. Das heißt, wir haben sehr wenig Durchlässigkeit. Das heißt, es ist nicht so, dass die klügsten Köpfe an den Hochschulen studieren, sondern meistens eben die Leute, die aus sozial relativ gut situierten Elternhäusern kommen. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Das Zweite ist, dass wir befürchten, und das sowohl für die Universität als auch für das Land insgesamt, dass in massivem Maße Leute, sagen wir mal, nicht mehr studieren, sei es, weil sie abwandern in andere Bundesländer oder sei es, weil sie nach dem Abitur sich überlegen, mache ich jetzt eine Ausbildung, wo ich schon Geld verdiene, wo ich unter Umständen später auch zumindest mal keine wesentlich schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt habe, als wenn ich jetzt ein Hochschulstudium aufnehme, oder gehe ich an die Universität, studiere und gehe dann mit einem nicht ganz unerheblichen Schuldenberg, wenn ich einen Kredit aufnehmen muss, gehe ich damit ins Berufsleben. Und die ersten Zahlen aus Bundesländern, die uns ein bisschen voraus sind bei der Erhebung der Studiengebühren, belegen diese Tendenz. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie es im Saarland ist, also mit noch Kaffeesatzleserei. Aber wir haben da große Bedenken. Und wir müssen außerdem mal schauen, inwieweit die Studiengebühren tatsächlich nachhaltig zur Verbesserung der Lehre eingesetzt werden. Im Moment reden wir da über viele konkrete Projekte, die auch gut sind, die auch wichtig sind. Nur die Frage ist halt, wie sich die staatliche Finanzierung entwickeln wird. Das ist eine Frage, die übrigens auch in diesem Jahr im Parlament entschieden werden wird, wenn es nämlich um den Globalhaushalt geht. Der Globalhaushalt ist die Summe des Geldes, das der Staat der Uni zur Finanzierung des Grundbedarfs zur Verfügung stellt. Und da haben wir sicherlich einen großen Nachholbedarf. Da müssen wir gucken, dass wir da ordentlich drüber finanziert sind. Wenn es da Kürzungen gibt oder wenn auch die Preis- und Lohnsteigerungen nicht ausgeglichen werden, dann haben wir halt große Sorge, dass die Studiengebühren früher oder später, die Einnahmen aus Studiengebühren, wie im kommunizierenden Röhren, immer mehr zur Finanzierung dieses Grundbedarfs, das heißt der Status quo, ohne Verbesserung eingesetzt werden und dass dementsprechend der Mehrwert für die Qualität der Lehre, dass der sich verringern wird. Das hoffen wir natürlich nicht, aber das ist eine Befürchtung, zu der natürlich auch die Haushaltslage Anlass gibt. Ja. Wenn ich da kurz versuchen darf, diese Befürchtungen zu zerstreuen, also mir ist sehr dran gelegen, dass genau diese Befürchtungen natürlich nicht wahr werden. Wir werden ganz bestimmt nicht den Globalhaushalt kürzen und wir werden ganz gewiss dafür Sorge tragen, dass die Grundausstattung der Universität für Forschung und Lehre weiter von staatlicher Seite vorgenommen wird. Alles, was an Studiengebühren kommen soll, soll lediglich ein Mehr an Ausstattung bieten. Es ist auch in den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen und auch in der entsprechenden Gebührenordnung ausdrücklich festgelegt, dass ein Studiengang und die dazugehörige Ausstattung grundsätzlich mit staatlichen Mitteln weiter finanziert werden muss und dass dafür nicht Gebührenmittel verwendet werden können. Dazu stehe ich auch und gehen Sie fest davon aus, dass jetzt auch bei den Verhandlungen zum Globalhaushalt keine Mittelkürzungen zu befürchten sind. Okay, also das ist gesetzlich geregelt und ist auch irgendwo gesetzlich geregelt, dass die Studiengebühren, die wir zahlen, wirklich der Hochschule und somit den Studenten zugutekommt? Oder kann man da befürchten, dass das Geld in die Haushaltslöcher fließt? Nein, das Geld geht direkt an die Hochschulen. Das geht überhaupt nicht über sonstige staatliche Stellen. Das wird auf gar keinen Fall dazu verwendet, irgendwelche Haushaltsmittel zu stopfen. Das ist auch im Gesetz ganz genauso festgelegt, dass es den Hochschulen der Universität unmittelbar zugutekommt und dass das praktisch Drittmittel sind, die der Universität den Hochschulen zustehen. Also kann man jetzt zusammenfassen, dass praktisch von den Studiengebühren nur 10% abfließen für diesen Ausfallfonds und die restlichen 90% fließt der Uni zu. Das ist richtig. Dementsprechend den Studenten. Okay, noch eine Frage, wo von dir angesprochen wurde, mit der Fluktuation nach zum Beispiel Rheinland-Pfalz. Kann man damit befürchten, dass einige Studenten jetzt in die Rheinland-Pfalz abfallen? Ich kann das für den Anfang
nicht ausschließen. Es mag durchaus verlockend sein für den einen oder anderen, jetzt vielleicht ein Studium in Rheinland-Pfalz zu beginnen, wo es im Moment noch keine Gebühren gibt. Wenn allerdings dieses zusätzliche Geld bewirkt, dass die Ausstattung hier tatsächlich besser wird, dass die Lehre tatsächlich besser wird, dass die Studiengänge besser ausgestattet werden, wird sich der ein oder andere tatsächlich vielleicht überlegen, ob er nicht dann dort studiert, wo er dann tatsächlich ein besseres Studium vorfindet. Und das ist meine Hoffnung. Und wenn das entsprechend läuft, dann gehe ich auch davon aus, dass die anderen Bundesländer, die diese Gebühren noch nicht haben, entsprechend nachziehen werden. Also ist davon auszugehen, dass es dann landesweit wird, mit den Studiengebühren? Ich gehe mittelfristig davon aus. Okay. Das setzt allerdings voraus, dass die Mittel jetzt wirklich zielgerichtet dafür eingesetzt werden, dass die Studenten auch tatsächlich einen Vorteil davon sehen. Ja. Und das muss die Hochschule jetzt ein Stück weit in eigener Verantwortung dann auch tatsächlich so entscheiden. Mhm. Aber die Grundlagen sind klar, es werden keine Haushaltslöcher damit gestopft, es kommt unmittelbar den Hochschulen der Universität zugute und darf nur zur Verbesserung der Lehrer eingesetzt werden. Okay, das ist ja schon mal eine Aussage, das ist schon mal prima. Auch eine kurze Frage, habt ihr noch was geplant mit Informationsveranstaltungen jetzt die nächste Zeit, bevor die Studiengebühren anfallen? Ja, es wird natürlich eine Reihe von Veranstaltungen, von Informationsmöglichkeiten geben. Es wird am 5. Juni, wir werden das nochmal campusweit bekannt machen, am 5. Juni eine Veranstaltung geben, die sich jetzt speziell mit der Frage Auswirkungen von Studiengebühren auf internationale Studierende sich beschäftigt. Mhm. Es wird dann im weiteren Verlauf des Monats noch eine weitere Informationsveranstaltung geben. Es wird Informationsflyer geben, Reader, zahlreiche Handreichungen und natürlich auch die Möglichkeit, bei uns im ASTA vorbeizuschauen, bei mir oder im Referat für Studienfinanzierung. Und einfach da auch konkrete Infos zu bekommen, sowohl was jetzt die Höhe der Studiengebühren angeht, was Finanzierungsmöglichkeiten angeht, was die Verwendung der Studiengebühren angeht etc. Um vielleicht noch eins abschließend zu sagen, es ist leider so, dass eben das Geld aus den Studiengebühren ja gerade nicht hundertprozentig in die Verbesserung der Lehre fließt, weil es eben von vornherein einen Abzug von 10% für einen Ausfallfonds gibt, weil auch die Verwaltungskosten aus den Studiengebühren bezahlt werden. Das heißt, das System muss sich im Prinzip selbst finanzieren. Wir haben gesagt, also wenn man schon die Studierenden da an der Finanzierung beteiligt, dann musste man wenigstens auch diese Regelung wie den Ausfallfonds beispielsweise wirklich über die staatliche Hand finanzieren, damit man den Leuten auch sagen kann, jeden Euro, den ihr hier bezahlt, der geht auch wirklich in die Verbesserung der Lehre. Und das ist nach dem jetzigen System leider nicht der Fall. Wobei ich dazu sagen muss, dass der Ausfallfonds mit den 10%, also so im bundesweiten Vergleich, eigentlich noch eine ganz günstige Relation ist. Und Vorsicht, für die Verwaltungskosten der Gebührenerhebung ist dieser Ausfallfonds natürlich nicht gedacht. Nein, die kommen noch dazu, Kosten, noch 3%. Aber ganz kurz, ja. Machen wir gleich weiter, weil wir hören jetzt mal ganz kurz noch, was die Studentinnen zu den Studiengebühren sagen. Da wird das Thema nämlich auch nochmal aufgegriffen, wie viel Geld sie jetzt bezahlen müssen. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Wir waren auf der Uni unterwegs, haben Studenten befragt, was haltet ihr von den Studiengebühren und wie könnt ihr die bezahlen? Bitte, Film ab. Du weißt ja, dass demnächst die Rückmeldung losgeht zum Wintersemester 2007. Das heißt, wir werden das erste Mal Studiengebühren zahlen müssen. Weißt du denn schon, wie du die bezahlen wirst? Durch Arbeiten erstmal und ich gucke, wie das läuft, ob das irgendwie hinhaut, ob man halt genug verdient. Und wenn nicht, dann muss man halt fürs nächste Mal mit dem Darlehen irgendwie gucken, da Kredite aufzunehmen. Das passt natürlich gar keinem. Ist irgendwie nicht so schön halt, jetzt schon damit anzufangen, ne? Aber ich wusste, dass das immer kommt und ich denke, es kommt sowieso an allen Unis, weshalb ist auch egal, ob man nur danach geht und sich danach seine Uni auswählt oder halt nach anderen Kriterien geht. Weißt du schon, wie du die Studiengebühren bezahlen wirst, also finanzieren wirst? Ich muss leider meine Schwester darum bitten, dass sie mir etwas leiht, weil ich mir selber das noch nicht leisten kann. Ich war jetzt noch im Auslandssemester, habe da noch Schulden bei meinen Eltern zurückzuzahlen und arbeite noch nebenbei, aber muss ja auch irgendwie leben. Und jetzt halt die Studiengebühren finde ich heftig. Was ist denn deine Meinung zu Studiengebühren? Ganz ehrlich, auf gut Deutsch, scheiße. Okay, wir haben jetzt gesehen, du bist nicht so ganz überzeugt von Studiengebühren. Jetzt geht ja die Rückmeldung, ich glaube, in einer Woche schon los. Weißt du denn schon, wie du die bezahlen wirst fürs nächste Semester? Ja, ich habe müssen einen Studienkredit aufnehmen, damit ich das machen konnte. Also mit Schulden ins Berufsleben, wenn du so willst. Wisst ihr denn schon, wie ihr die Studiengebühren, die wir ja, glaube ich, in 2 Wochen zahlen müssen, dann also ab in 2 Wochen, wie ihr die bezahlen werdet? Ja, also ich dachte eben, das mit diesem Studienkredit bezahlen zu können, weil das auf der Homepage eigentlich auch angegeben ist, dass das im Juni wohl eingerichtet sein wird. Denn anders kann ich mir das nie leisten, weil ich kein BAföG bekomme und meine Eltern können das nie noch zusätzlich finanzieren. Eure persönliche Meinung zu den Studiengebühren?
Ja, ich finde, das ist eine totale Differenzierung zwischen Arm und Reich, weil dann quasi nur die besser situierten Studenten quasi studieren können oder einfacher studieren können. Ich meine, ich muss nebenbei arbeiten, andere kriegen das von den Eltern und das ist in dem Sinne schon ein bisschen ungerecht und ich finde, wir kriegen einfach amerikanische Verhältnisse und das finde ich nicht gut. Was hältst du von Studiengebühren? Also ich kann mich der Meinung nur einschließen und ansonsten finde ich es, also speziell jetzt an der Uni, ziemlich unverschämt, wie das genutzt wird. Also beziehungsweise, man weiß ja nie, in welcher Form das genutzt wird, aber ich finde es krass, dass zumindest gerade in den Geisteswissenschaften überall die Öffnungszeiten von den Universitätsbibliotheken eingeschränkt werden, dass für bestimmte Lehraufträge das Geld fehlt und also eben gerade für die Geisteswissenschaften einfach das Geld nie genutzt wird und das wahrscheinlich alles in diese Naturwissenschaften hier reingepulvert wird und das finde ich irgendwo unverschämt. So, und jetzt greifen wir das Thema von eben nochmal auf, und zwar, wie viel müssen wir denn überhaupt bezahlen? Um sich rückmelden zu können, bedeutet das halt, dass man fürs Wintersemester die 500 Euro zahlen muss, Studiengebühren. Das gilt für alle Leute, außer denjenigen, die in den ersten beiden Semestern überhaupt studieren. Die zahlen 300 Euro, ansonsten alle 500 Euro. Und dann kommen noch die 129 Euro dazu, die man ja in der ungefähren Höhe auch bisher zahlen musste. Man muss das allerdings streng trennen. Das sind nämlich Gebühren, wo man verschiedene Gegenleistungen, also unmittelbare Gegenleistungen bekommt, wie etwa das Semesterticket, das mit dem man dann ein halbes Jahr lang den saarländischen Nahverkehr nutzen kann, oder aber eben auch das Studentenwerk, sprich Mensa, Wohnheime etc. Und die Verwaltungskosten wurden eben noch angesprochen. Wo sind die jetzt genau mit drin? Bei den 500 oder bei den 129? Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch diese Verwaltungskosten effektiv sind. Mhm. Also die Uni tut diese Gebühren erheben, erlässt Gebührenbescheide und muss entsprechend dann natürlich dann das Geld bekommen. Dann bekommt sie es nicht, wird derjenige nicht mehr immatrikuliert für das Semester, beziehungsweise wird exmatrikuliert. Ich sehe dann jetzt so die Riesenwelle an Verwaltungskosten auf die Universität zukommen. Und deswegen, da sie zusätzliche Mittel bekommt, muss sie natürlich auch die Verwaltungsaufwendungen entsprechend tragen. Aber das halte ich für machbar. Also es gibt seriöse Schätzungen vom Zentrum für Hochschulentwicklung, dass ungefähr 3% des Aufkommens ist. Ich glaube, das ist auch eine seriöse Schätzung, weil man natürlich, was man nicht unterschätzen darf, ist ja der ganze Verwaltungsaufwand, der auch durch Widersprüche entsteht, der durch die Möglichkeit, dass Leute Ratenzahlungen etc. beantragen können, dann durch die ganze Kreditverwaltung, das läuft ja auch, wird ja auch über das Studierendensekretariat laufen und das ist schon ein erheblicher Aufwand, den man da machen muss. Natürlich von der Gesamtsumme her jetzt ein kleiner Betrag, aber es bedeutet eben, das sind viele tausend Euro, die man nicht in die Verbesserung der Lehre stecken kann. Und jetzt gerade nochmal aufgegriffen mit der Kreditfinanzierung und mit der Ratenzahlung. Wie läuft das konkret ab? Also ich habe jetzt nicht die Möglichkeit zum Beispiel als Student die 500 Euro direkt zu bezahlen. Ich brauche einen Kredit. Wie gehe ich vor? Es ist auch eben schon in dem einen Interview gesagt worden, es gibt über die Homepage der Uni, kann man sich relativ leicht verlinken lassen, zu einer Seite der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist eine große bundesweit agierende Bank quasi, die eben für diese Studienkredite verantwortlich zeichnet. Das wird verwaltungsmäßig ungefähr so aussehen, dass man mit einer Bestätigung der Uni, dass man hier eingeschrieben ist und dass man einen Anspruch auf einen Kredit hat, den hat grundsätzlich jeder Student, der hier eingeschrieben ist. Es gibt Ausnahmen, insbesondere Leute, die schon sehr lange studieren, haben keinen Anspruch. Auch Leute, grob gesagt, aus Nicht-EU-Staaten haben keinen Anspruch. Für die ist eine Übergangsregelung gefunden worden. Allerdings werden die in 3-4 Semestern dann vor dem Problem stehen. Und dann kann man diesen Kredit beantragen. Den kann man auch semesterweise beantragen. Und um es ganz grob zu sagen, ungefähr ist derzeit der Zinssatz bei etwas über 6%. Der kann sich je nach Marktlage nach oben oder nach unten verändern. Und dann beginnt 2 Jahre nach dem Ende des Studiums beginnt die Rückzahlungsphase. Da gibt es dann verschiedene Kombinationen, wie man das machen kann. Man kann es schneller machen, man kann es langsamer machen. Es müssen monatlich, glaube ich, mindestens 20 Euro sein. 25. Genau, ja. Und so sieht das dann aus. Und es ist aber auch so, man kann den Studentenkredit dann anschließend auch tatsächlich als Ganzes ablösen, ohne dass man dann Vorfälligkeitsentschädigung oder irgendwas bezahlen muss. Das ist einem dann nachher in der Rückzahlung
selbst überlassen. Man muss auch erst anfangen, den Kredit zurückzahlen nach diesen 24 Monaten und wenn man ein gewisses Mindesteinkommen hat. Vorher wird dieser Kredit nicht zurückverlangt. Ja. Und was ist mit den Studenten, die zusätzlich danach noch BAföG zurückzahlen müssen? Für die gibt es eine Regelung im Gesetz, dass die Höchstverschuldungsgrenze auf 15.000 Euro begrenzt ist. Mhm. Es gibt ja beim BAföG die Grenze von 10.000 Euro, also dass man, egal wie viel BAföG man bekommt, dass man maximal 10.000 Euro am Schluss zurückzahlen muss. Leute, die jetzt einen Studienkredit und BAföG in Anspruch nehmen, für die gilt die Höchstgrenze von 15.000 Euro. Aber es ist natürlich auch, muss man sich auch vor Augen führen, ein erheblicher Betrag. Ja, also geht man eigentlich in Anführungsstrichen schon mit Schulden raus, ne? Das ist richtig, das war beim BAföG ja aber bis zum Teil ja auch so. Ja. Da ist man ja auch mit dieser Verpflichtung, sage ich jetzt mal, von den 10.000 Euro rausgegangen. Das ist bestimmt auch kein Pappenstiel, aber ich glaube, 15.000 sind auf ein ganzes Berufsleben gerechnet und wenn ich dann in 25 Jahren tilgen darf, dann doch noch halbwegs, wenn man keinen Arbeitsplatz hat und wenn man kein Mindesteinkommen hat, zahlt man den Studienkredit ja nicht zurück. Okay. Dann springt der Ausfallfonds entsprechend ein. Das ist okay. Ja auch gesetzlich so geregelt. Ja, aber es ist natürlich in anderen Situationen auch verhinderlich, gerade für Existenzgründe, also die gerade sich jetzt erst eine Verdienstmöglichkeit schaffen wollen. Für die wird natürlich die Tatsache, dass sie von vornherein mit Schulden in das Berufsleben starten, wo sie ja auch zuerst mal in erheblichem Maße Kredite aufnehmen müssen, wo die Bonität eine große Rolle spielt, wird das schon ein deutliches Problem werden. Und das ist ja gerade etwas, was auch die Politik ja immer wieder von Studierenden verlangt, dass sie eben in die berufliche Selbstständigkeit gehen. Und ich glaube, da gibt es schon einen erheblichen Widerstand. Ja, aber ich glaube, die 5.000, um die es hier dann tatsächlich durch die Studiengebühren geht, die man dann an Kredit tilgen muss, sind, denke ich, noch ein überschaubarer Rahmen tatsächlich. Ja, Mir ist wichtig, dass die Leute wissen, dass es diesen Studienkredit gibt, ja. Dass man ihn formlos beantragen kann, dass man keine Sicherheiten bringen muss, dass man nichts entsprechend bringen muss, dass man nicht angeben muss, welches Fach man studiert, dass es keine unterschiedlichen Zinshöhen gibt, dass die für alle einheitlich ist und dass es diese Bedingungen gibt, dass man dann anschließend regeln kann, wie hoch zahle ich zurück, wie lang zahle ich zurück. Muss innerhalb von 25 Jahren getilgt werden, Mindestrückzahlung 25 Euro, aber dass man innerhalb dieser Rückzahlung dann frei agieren kann und dass man dann zum Beispiel auch in einem zurückbezahlen kann, um jetzt diese Angst vor diesem Studienkredit etwas zu mildern. Das war schön zusammenfassend über den Kredit. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz nochmal die Uni-Umfrage an. Wir sind nämlich noch einmal losgegangen und haben euch nochmal befragt zu dem Thema Studiengebühren. Bitteschön. Wir haben einen weiteren Interviewpartner zum Thema Studiengebühren. Jetzt läuft ja die Rückmeldung, glaube ich, nächste oder übernächste Woche an. Weißt du schon, wie du die Studiengebühren bezahlen wirst? Noch nicht genau, nee. Vielleicht werde ich an mein Gespartes gehen oder so. Jetzt geht ja in ein oder zwei Wochen die Rückmeldung los. Weißt du denn schon, wie du die Studiengebühren finanzieren wirst? Ja, eben durch Geld, das meine Eltern für mich angelegt haben. Das ist mein Glück an der ganzen Sache. Das heißt, du bist nicht auf einen Studierendenkredit des Landes angewiesen oder ähnliches? Gott sei Dank nicht. Weißt du denn schon, wie du in zwei Wochen die Studiengebühren bezahlen wirst? Nein, noch nicht so ganz. Ich habe jetzt schon ein bisschen was zurückgelegt, aber mir fehlt noch was. Ich muss jetzt noch zum Zahnarzt, das kostet dann auch noch mal Geld, also es wird knapp. Was ist denn deine persönliche Meinung zu den Studiengebühren? Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Also ich denke mal, sie wären sinnvoll, wenn sie wirklich was verändern würden, aber ich habe das Gefühl, es werden nur irgendwelche Haushaltslöcher gestopft, die eh schon da sind und ja, wo halt einfach sonst kein Geld dafür aufkommt. Dein Wunsch für deinen Fachbereich, was mit den Studiengebühren gemacht werden sollte? Nochmal mehr Dozenten, mehr Professoren. Also ich studiere Englisch und Französisch und da haben sie ordentlich eingespart. Zusätzlich auch bessere Bedingungen. Wir haben jetzt einen Kursus, da ist der Raum viel zu klein, ein anderer Raum wird nicht gegeben. Und wir sitzen da zu 30 in einem Raum, wo eigentlich nur 15 reinpassen. Also solche Sachen. Oder halt mehr Professoren. Anstatt sie alle zu entlassen, einfach mal nochmal welche einstellen. Was würdest du dir wünschen, wie Studiengebühren verwendet werden sollen in deinem Fachbereich oder generell an der Uni? Ja, ich meine, da gibt es einiges, ne, wo man das sehen könnte. Also gerade bei der Romanistik, die Bücherei ist schon sehr antik, will ich mal sagen, manche Sachen. Könnte man gut irgendwie nochmal ein neues Exemplar verkaufen oder auch diese Zip-Pools irgendwie ein bisschen verstärken. Also da gibt es schon einiges, was man besser machen könnte, ja. Was wünscht ihr euch denn für euren Fachbereich? Was soll da von den Studiengebühren gemacht werden für euren Fachbereich? Ja, also speziell für die Komparatistik, das ist halt eine total winzige Fachrichtung. Aber da wäre es wohl echt gut, wenn mehr Gelder für Lehraufträge fließen würden. Also dass
Beispielsweise wenn Professoren, die in Rente gehen, sei es jetzt Komparatistik oder Kunstgeschichte, dass da Geld bereitsteht für neue Professoren. Also dass zum Beispiel in Kunstgeschichte nie nur für 3 Lehrstühle ein Professor nachrückt. Dass für solche Plätze einfach gesorgt ist, dass nie irgendwelche Lehraufträge von außerhalb eingekauft werden müssen. Und eben speziell für die Bibliothek, dass da einfach Geld für Aufsichtskräfte bereitsteht. Okay, und hast du auch einen exklusiven Studiengebührenwunsch? Eigentlich das Gleiche. Mehr Bücher, das Gleiche mit den Professoren. Darüber denke ich auch so. Was mir noch aufgefallen ist, ich komme eigentlich aus Erlangen und da war es einfach so, dass die Mediziner die schönsten Gebäude hatten, genauso wie die Mathematiker und die Humanisten einfach in der letzten Absteige waren. Das ist jetzt hier in Saarbrücken nicht ganz so krass, aber man kann sich auch so ein bisschen die Gebäude mal anschauen und das stimmt dann schon, dass die Studiengebühren natürlich mehr in die Naturwissenschaften einfließen würde. Und das ist dann auch etwas ungerecht, denke ich mal. So, jetzt greifen wir mal das große Thema in unserer Umfrage auf, und zwar die Mittelverwendung. Wo gehen die Studiengebühren hin? Wer möchte anfangen? Wer hat eine Idee dazu? Wenn ich da mal kurz ein paar Befürchtungen, die jetzt auch schon wieder genannt worden sind, zerstreuen darf. Das wird nicht alles in die Naturwissenschaften gehen. Es gehen 70% erstmal in die einzelnen Fakultäten, dort, wo die Gebührenzahler entsprechend sitzen. Und dort wird dann entschieden, wie es verwandt wird. Also zentral werden nur diese 30% verteilt. Und dort werden Gremien entscheiden, wo dann auch Studierende entsprechend paritätisch vertreten sind. Eine zweite Sache ist ausgeschlossen, Baumaßnahmen. Oder auch unbefristete Verträge. Das heißt, ich schaffe praktisch einen Lehrstuhl neu oder ich stelle einen Professor mehr ein. Gerade um diese Angst, die vorher schon mal geschildert worden ist, das geht jetzt in die allgemeine Haushaltsfinanzierung rein und damit wird die Grundausstattung finanziert, soll damit ja eigentlich behoben werden. Also es darf eigentlich nicht in Baumaßnahmen gehen und auch nicht in dauerhafte Verträge. Was möglich ist, sind Zeitverträge, wenn zum Beispiel dann die Bibliothek eine bessere Betreuung haben soll, wenn Mentoren eingestellt werden, wenn solche Dinge sind möglich. Auch die Ausstattung der Bibliothek darf verbessert werden. Auch die sonstige Sachmittelausstattung darf verbessert werden. Es können zusätzliche Sprachkurse angeboten werden für Studierende. Solche Dinge sind alle möglich, aber wichtig ist, die Grundausstattung des Studiums darf damit nicht finanziert werden. Okay, also sprich Fakultäten, die jetzt vermutlich geschlossen werden, die werden trotzdem geschlossen. Trotzdem Studiengebühren, da geht nichts mit ein, es wird nicht verhindert. Ich wüsste jetzt um Gottes Willen nicht, dass eine ganze Fakultät hier irgendwo geschlossen werden sollte. Davon wüsste ich Gott sei Dank nicht. Also wenn die Universität entscheidet, eine Fachrichtung zu schließen, was sie an eigener Verantwortung jetzt kann, dann wird sie das tun können. Aber sie darf jetzt nicht die Grundausstattung dieser Fachrichtung dann entsprechend mit diesen Gebühren dann ausrichten. Dafür sind die Mittel ja nicht gedacht. Ist aber wichtig, es gibt diese 70%-Verteilung in den Fakultäten. Wo es entsprechend Gebührenzahler gibt, geht das Geld entsprechend auch hin. Also es darf nicht alles nur in einen Fachbereich fließen. Aber ich finde die Wortmeldung, wo ja auch jetzt viele Sachen dabei waren, die man gerade nicht durch die Studiengebühren finanzieren kann. Und ich finde es auch richtig, dass man es nicht kann, eben um diese beiden Töpfe streng zu trennen, zeigen ja auch, dass es einen erheblichen Mangel auch beim Grundbedarf gibt. Also vielleicht sollten Sie das dann auch mitnehmen für bei den Beratungen über den Globalaushalt und die Zielvereinbarung mit der Uni, dass es eben auch in der Substanz große Nachteile gibt und dass natürlich die Leute jetzt auch mit einer neuen Mentalität an die Sache rangehen. Die sagen nämlich, wir zahlen 500 Euro, wir tragen einen kleinen Beitrag, aber immerhin wir tragen bei zur Finanzierung der Hochschule und wir wollen dann eben auch, dass es von der staatlichen Seite eine adäquate Grundfinanzierung gibt, die wirklich den Namen auch verdient und wir haben eben gesehen, es ist in vielen Bereichen, gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich, aber nicht nur dort, eben nicht der Fall. Das hat ja auch das CAE-Ranking zur Ausstattung der Uni gezeigt und so weiter und so fort. Aber und jetzt das Fach fast aufmachen zu wollen. Ich finde das Thema Verwendung der Studiengebühren ist sehr spannend und zwar deshalb sehr spannend, weil Studierende sich sehr aktiv daran beteiligen können. Wir haben es hier an der Uni Gott sei Dank geschafft. Es hatte anfänglich auch mal im Gesetzentwurf drin gestanden, aber es kam dann leider wieder raus. Also wir hätten uns natürlich gewünscht, wenn es eine verbindliche Regelung gegeben hätte. Wir haben es dann Gott sei Dank an der Uni geschafft, eine paritätische Beteiligung der Studierenden, sowohl in dem Gremium, das sich auf der zentralen Ebene, auf der Präsidiumsebene mit der Verwendung beschäftigt. Da werden 30%, Sie haben es ja eben schon gesagt, ausgegeben. Und in den Fakultäten, in den Dekanaten, wo 70% ausgegeben werden, dort sind paritätisch Studierende beteiligt. Und in den Fächern gibt es jeweils in beratender Funktion Leute, die von den Fachschaften benannt werden,
und die eben auch so als Experten zur Verfügung stehen, die sagen, macht ein Vorschlag wirklich Sinn oder ist das eigentlich Humbug? Und da können sich jetzt auch sehr viele Leute einbringen. Das heißt, wer Ideen hat, wer Anregungen hat, der soll sich wirklich an diese Ansprechpartner wenden. Es wird dazu demnächst, sobald da alle Ansprechpartner feststehen, auch Infos auf der ASTA-Homepage geben oder auch bei uns direkt vor Ort oder in den Fachschaften. Es ist wichtig, dass die Leute sich da einbringen, Ideen einbringen, aber sich eben auch aktiv an der Sache beteiligen, weil wir haben durch die Studiengebühren bei allen Bedenken, die ich da am Anfang geäußert habe, wir haben zumindest jetzt mal zeitweise hoffentlich die Möglichkeit, als Studierende über einen nicht unerheblichen Teil von Mitteln, mit denen wir zum einen kurzfristige Missstände, je nach Art des Missstands, beheben können, aber wo wir auch strategisch die Entwicklung dieser Uni und die Entwicklung von attraktiven Studiengängen, attraktiven Studienangeboten, wo wir das mitgestalten können. Und davon sollten wir Gebrauch machen. Vielleicht kann ich in dem Zusammenhang mal noch sagen, es gab ja wirklich harte Auseinandersetzungen in der Sache. Auch zwischen uns in der Sache. Selbstverständlich hat der ASTA nicht gesagt, hurra, es gibt Studiengebühren. Und hat da ziemlich Streitfront gemacht. Aber nachher in der konkreten Umsetzung und so weiter, auch gerade hier an der Universität, muss ich jetzt dann wirklich Studierendenvertreter entsprechend loben, die da wirklich eine sehr konstruktive Rolle gespielt haben. Und ich begrüße sehr, dass es hier diese paritätische Beteiligung der Studierenden gibt, wie die Mittel verwandt werden. Das ist an den allermeisten Hochschulen hier im Land tatsächlich gelungen. Dass es rausgenommen wurde, war unter anderem mit Druck der Universität, ja, die ihre Autonomie behalten wurde, die uns dann aber trotzdem zugesichert haben, dass es diese paritätische Beteiligung gibt. Es gibt offensichtlich noch eine Hochschule im Land, wo das noch nicht so der Fall ist. Wie gesagt, wir werden das in ein, zwei Jahren mal nochmal zu überprüfen haben. In jedem Fall müssen die Studenten angemessen beteiligen. Auch das steht im Gesetz. Ja, also ich meine, wir haben damals halt vor der Entscheidung gestanden, sagen wir, nein, wir wollen keine Studiengebühren, und allen Leuten, die dann zu uns kommen und Rat wollen und auch die Frage stellen, wie können wir an der Verwendung uns beteiligen, sagen denen, ja, tut uns leid, wir waren dagegen, wende dich direkt an die Unileitung, uns interessiert das nicht, oder sagen wir eben, nein, aber wir müssen aus jeder Situation das Beste rausholen. Und ich glaube, das ist jetzt auch zusammen mit der Unileitung, mit der wir im Großen und Ganzen da auch gut zusammenarbeiten. Reibungspunkte gibt es immer, aber wo wir sowohl in den Punkten Befreiungstatbestände als eben auch Verwendung der Mittel gut zusammenarbeiten, das ist bislang gut gelungen. Ich hoffe natürlich, dass es in der Zukunft auch so bleibt, und ich hoffe natürlich, dass die finanziellen Rahmenbedingungen, wo wir dann die Qualität der Lehre verbessern können, dass die sich natürlich auch noch entsprechend verbessern. Also mir ist jetzt wichtig, dass bei aller Grundauseinandersetzung jetzt wirklich die Informationen gut fließen. Es gibt Informationen auf der Website des Wissenschaftsministeriums, es gibt Informationen auf der Seite der Uni, es gibt Informationen beim ASTA. Mir ist wichtig, dass die Leute jetzt wissen, es gibt diese entsprechenden Kredite, es gibt jetzt auch Befreiungstatbestände, die jetzt alle aufzuzählen, führt fast zu weit, aber die sind entsprechend. Beispiele, wenn ich ein Kind großziehe, das noch unter 10 Jahre ist, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Gut. Auch für ausländische Studierende gibt es Befreiungsmöglichkeiten, die von der Universität geschaffen worden sind, und die werden bis Sommersemester 2009 ohnehin jetzt noch gar keine Gebühren zahlen müssen, sofern sie keinen Darlehensanspruch haben. Also da gibt es Möglichkeiten, und diese Informationen sollten jetzt möglichst weitergetragen werden, dass die Leute wissen, wenn sie es jetzt selbst nicht finanzieren können, es gibt Finanzierungsmöglichkeiten und es gibt auch Befreiungstatbestände. Okay, das ist ja schon mal Sinn und Zweck heute gewesen, das mal rauszufinden, was überhaupt mit den Studiengebühren passiert und wie viel überhaupt anfallen. Und wie immer, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist unser Servicebeitrag. Zimmerfrei, WG gesucht. Schaut's euch an, wo wir waren. Bitteschön. Die WG ist sehr zentral gelegen, hier in der Großherzog Friedrichstraße mit direkter Anbindung an Bus und Saarbahn, und man ist auch in ein paar Minuten direkt im Nauwieser Viertel oder am Markt. Das Zimmer ist frei von Mitte Oktober bis Ende Wintersemester, also Mitte, Ende März.
hallo, ich bin der Markus. Ich bin derjenige, der das Zimmer hier zur Zwischenmiete freigibt, da ich einen Auslandsaufenthalt vorhabe. Also die ganze Wohnung hat etwas über 80 Quadratmeter, 4 Zimmer, Küche, Bad. Das heißt, es gibt ein Wohnzimmer und ein Arbeitszimmer, da wo unsere Computer stehen. Und jeder hat sein eigenes Schlafzimmer. Von den Kosten her kann man sagen, das Inklusivpaket, alles drum und dran mit Wasser, Strom, Telefon und Internet, sind rund 300 Euro. Dafür hat man natürlich sehr viel Platz und ich denke, hier kann man sich auch ganz gut gehen lassen. Also das Mobiliar kann natürlich übernommen werden und der Nachmieter oder Zwischenmieter braucht eigentlich nur Kleidung mitzubringen. Markus. Wir haben hier eine recht lustige WG im großen Freundeskreis, der ganz gerne mal vorbeischaut. Wenn ihr jemals in Zwischenmiete einzieht, sollte er am besten ganz gern feiern, mit zu chaotisch sein, weil Chaos haben wir genug. Nicht rauchen Veganer, das sind auch nicht gerade perfekt. Ansonsten bin ich eigentlich ein recht flexibler Mensch, komme mit den meisten Leuten klar. Hört euch mal vor. Ich hoffe, das Zimmer war was für euch. Und wie ihr wisst, nächste Woche kommt das Zimmer ja natürlich auch nochmal. Also nicht genau das Zimmer, sondern eine andere WG. Zunächst möchte ich mich bei meinen Studiogästen bedanken. Prima, wir haben ganz viele Informationen bekommen. Es war sehr nett, dass ihr in die Sendung gekommen seid. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Ihr konntet rausziehen, was ihr wissen wolltet. Und wo ich mich auch noch, oder vielmehr, wo sich das gesamte Orga-TV-Team mal bedanken möchte, ist bei der Universität. Wir hatten von allen Stellen, die wir angerufen haben, ge-mailt haben, überall totale Unterstützung bekommen. Das war echt super und wir hoffen natürlich auf weitere Unterstützung, damit wir einen Unisender aus OrgaTV machen können. Und noch einen kurzen Überblick über die nächste Sendung. Wir möchten nächste Woche herausfinden, inwiefern die neuen Plattformen Internet wie die Communities, StudiVZ etc. Auswirkungen auf Bewerbungen haben, weil ich denke, das geht jedem was an. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns nächste Woche 18.18 Uhr bei OrgaTV. Tschüss! Und jetzt abhängen!